Der Salbei. Der Salbei ist für mich ein unverzichtbares Kraut, wenn es darum geht, Desinfektionscremes herzustellen oder mir mein eigenes Deo zu machen. Man nimmt dazu nicht die Blütchen. Die Blütchen kann man essen, die schmecken nach nichts, sehen wunderbar aus auf dem Salat. Sondern man nimmt dazu die Blätter. Dieses hier ist der Salvia officinalis, also der echte Medizinsalbei, und nur der eignet sich auch dafür. Zum einen kann man als Deo aus ihm einfach eine Tinktur machen. Man nimmt ungefähr 10 Gramm Blätter, schneidet die sehr klein und setzt die mit 100 Gramm Wodka an, lässt das Ganze 3 Wochen stehen, kippt ab und dann verdünnt man das zur Hälfte mit Wasser, gibt das in einen Deo-Zerstäuber und nimmt das so als Deo. Die zweite Variante: man nimmt 10% von dieser Salbei-Tinktur und 90% von einer Mischung aus Wasser und Natron, also etwa 1 Teelöffel Natron auf 30 Milliliter Wasser, und da ein Teil von der Salbei-Tinktur hinzu. Das eignet sich auch ganz wunderbar. Ansonsten kann man den Salbei auch zu anderen Deo-Rezepten nehmen. Da gibt es welche mit Farnesol oder welche mit Hamameliswasser. Und bei all denen ist dann die Salbei-Tinktur das Agens, was eben die Schweißproduktion hemmt, was die Bakterien eben ein bisschen abtötet und was das eigentliche Desodorant eben ist.